hallo meine Freunde, willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Lost in Art. Ja, wie geht's euch denn? Ich hoffe doch gut. Und zwar möchte ich zuallererst einmal unsere ganzen neuen Zuschauer hier begrüßen. Also fühlt euch herzlichst in der Community angenommen und angekommen. Und ja, viele von euch sind ja diese Woche praktisch auch hinzugekommen, auch zum Teil über die Livestreams, die wir haben. Also auf Twitch bin ich ja diese Woche relativ groß und gut gewachsen, wenn man das so nennen kann. Also es gibt viele Leute, die dazugekommen sind, die auch sich im Chat gemeldet haben und dementsprechend auch dann in diesem Bild hier, das wir gerade malen, das wir auch gemeinsam malen, eben untergebracht. Hier aktuell sehen wir gerade, wie ich das Blut unseres enthaupteten Körpers, eines der Männer vom guten Herrn Walros, wie es in der Geschichte heißt, weiter modifizieren, das Blut weiter ausarbeiten. Und was ja ganz interessant ist aktuell, da in meiner Stadt hier, in der ich wohne, gerade die Körperwelten herumgehen. Also dies ist kein bezahltes Video, aber werde ich mich dennoch das ein oder andere Mal dort aufhalten, um weiter Anatomiestudium praktisch auch durchzuführen. Finde ich ganz wichtig, auch das ein oder andere Detail oder Körperteil mal in echt zu sehen. Also jetzt nicht auf einem lebendigen Zustand, sondern auch praktisch, dass man dort eben auch die Knochen anschauen kann, Muskelstrukturen, Sehnen, alles Mögliche halt rund um den menschlichen und tierischen Körper. Nun denn, ich übe nach wie vor sehr häufig die letzten zwei Montage, war es ja echt etwas fragwürdiger her von meiner Zeitgestaltung her, also fragwürdig im Sinne von, ich hatte sehr viel zu tun, sehr viel um die Ohren. Und ja, ich habe mir gedacht, damit ich euch nicht weiter vernachlässige, mache ich jetzt mal wieder praktisch einen kleinen Zwischenstand, was wir zumindest im Alice Artwork weitergemalt haben. Live male ich ja gerade auch ein kleines abstraktes Ölgemälde mit einer schwarzen Sphäre. Also der vorläufige Titel des Werkes ist The Sphere, wo es praktisch auch darum geht, eine Galaxie, einen Sternhimmel praktisch in Form einer Kugel eben zu platzieren. Ähnliches haben wir bereits bei unserem Transcendence Artwork, bei unserem ersten digitalen Artwork praktisch aufgefasst, ein bisschen praktisch gespoilert. Und ja, wer sich gerade fragt, kann gerne nochmal in einen der alten Folgen reinstapfen. Dort sehen wir nämlich, oder dort im Kapitel 5 eben, findet unser kleiner Wolf seine Sternkarte, um zur Mutter der Nacht zu kommen. Und ja, so viel zu den anderen Projekten, die sich gerade hier in meinem Leben präsentieren, oder meinem Kunstleben präsentieren. Ja, diese Woche, also wie es bereits angesprochen, war ja richtig, richtig wild, möchte ich sagen. Es sind so viele Leute dazu gekommen, also herzlich willkommen nochmal. Und ich hoffe, ihr könnt auch gut praktisch hier meinen Videos folgen. Ich habe schon wieder gehört, dass die Videos zu flott sind, vor allem eben mein Transcendence Artwork, aber es ist halt schwer, da ich ja von Anfang an praktisch so transparent wie möglich sein möchte und praktisch auch so meine Bilder zu präsentieren. Was halt jetzt wieder, da meine alte Umfrage schon in die Jahre gekommen ist fast, bietet sich, glaube ich, mal die Gelegenheit an, eine kleine neue Zwischenfrage zu machen. Und zwar, möchtet ihr generell das ganze Bild immer im so Schnelldurchlauf sehen, als Speedart im Prinzip, oder möchtet ihr praktisch nur den essentiellen Kern, den Spirit praktisch daraus erhalten? So einen kleinen Overview eben, was passiert ist, dass ich nur ein paar kleinere Einblendungen in wesentlich reduzierter Geschwindigkeit euch zeige. Also aktuell schauen wir das Videomaterial in 30-facher Geschwindigkeit. Es waren gesamt knappe 10 Stunden Videomaterial, die ich zu verarbeiten hatte. Und ja, ich passe mich natürlich auch gerne an. Ich habe auch bereits in anderen Öl-Tutorials, sage ich mal, gesehen, dass Bilder von mehreren Dutzend Stunden praktisch auch einiges an Material weggecuttet haben. Aber ich habe halt auch
von manchen gehört, dass sie es lieber haben, eben das ganze Material zu sehen. Aber das fällt dann halt auch stark zu Ungunsten all jener, die eben sich in Ruhe oder in ruhigeren Bildern, sag ich mal, das Erschaffene anschauen möchten. Wie auch immer, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu im Discord eben schreiben. Ihr könnt mir auch gerne einfach hier in der Kommentarsektion praktisch eine kleine Nachricht hinterlassen, wie ihr es lieber habt, und ich werde mich dann dementsprechend daran orientieren. Ihr seht die Bilder etwas mehr oder etwas heller, als ich sie praktisch selbst sehe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ab und zu fallen mir doch dann das ein oder andere Detail auf, was ich praktisch nicht wirklich in meiner aktuellen Sicht dann sehe. Also es ist für mich auch ganz interessant, das Bild mal mit etwas helleren Tonwerten zu sehen. Also für euch habe ich das Bild in etwa um 10% von der Helligkeit her hochgedreht. Und ja, hier im Hintergrund sehen wir nicht praktisch die erste große Welle von großartigen Menschen und Persönlichkeiten praktisch in dieses Bild verewigen darf. Und ihr findet mich ja nach wie vor auch auf Twitch oft live. Also wie gesagt, ich habe meine meine Streaming-Zeiten mal abgebildet auf der Plattform. Wenn es Abweichungen kommt, verkünde ich das dann auch meistens auf Discord, weil es für mich irgendwie ja das leichteste Medium ist, auch euch da draußen zu erreichen. Und würde mich freuen, wenn ich euch mal auch dort begrüßen dürfte. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, eben wenn ihr Freunde habt oder Bekannte, die künstlerisch affin sind, das heißt vielleicht auch selbst künstlerisch tätig sind und eben auch Freude an Artworks haben, die mit keiner wirklichen Absicht praktisch gemalt worden sind, sondern ich möchte ja in meinen Bildern mit meinen Bildern eine Geschichte erzählen oder bildlich untermalen, und das ist praktisch so mein großes Ziel, und auch eventuell den einen oder anderen vielleicht auch selbst zu künstlerischer Tätigkeit, zu kreativer Tätigkeit vielleicht zu bewegen. Also falls ihr Freunde habt, von denen ihr merkt, dass sie vielleicht großartig künstlerisch wären, dann ladet sie gerne ein. Ich war ja auch praktisch auf der grünen Wiese, habe ich mich diesem Hobby verschrieben, und ja, es wäre mir wirklich eine Freude, wenn ihr mich praktisch auch euren Freunden einfach präsentiert, vielleicht zeigt, und vielleicht kann ich ja all jene Freunde und Bekannte eben in den Bann des kreativen Schaffens reinziehen. Vielleicht an die Neuzugänge, es glaube ich schon wieder eine Weile her, an dem ich mich praktisch auch selbst vorgestellt habe, und zwar habe ich praktisch im Jahr 2020 mit meiner künstlerischen Tätigkeit hier im Social Media angefangen. Meine kreative Reise hat jedoch schon weit darüber hinaus begonnen, also ich glaube im Jahr 2011, wo ich meine ersten Kontakte mit professionellen Malen eben hatte, damals eben im designerischen und vor allem im Schmuckbereich auch. Und eines Tages eben habe ich mir gedacht, ich möchte unbedingt auch vielleicht mehr Leute zu etwas Kreativem bewegen, vielleicht zu etwas bringen, das sie sich lange Zeit vor sich hergeschoben haben, mit dem sie lange mit sich selbst gerungen haben. Und mein großes Ziel ist es eben, all jene Menschen, die einen Traum im Herzen haben, auch zu animieren, diesen Traum zu verfolgen. So wie ich das praktisch hier auch mit meiner Kunst mache. Ja, ich könnte natürlich, also vor allem jetzt hier bei unseren traditionellen Künsten, die wir auf Twitch dann gemeinsam ausüben, male ich ja sehr gerne, sehr konzentriert auch. Ab und zu kann ich eben auch unter Anstrengungen nicht praktisch mit dem Chat interagieren. Das ist eher so ein gemeinsames Zusammensitzen. Ihr lauscht der Musik, schaut mir bei der Arbeit zu. Und wenn ihr eben auch Fragen habt, könnt ihr sie mir einfach fragen. Also egal wo, egal wann. Und ich werde mein Bestes tun, diese Fragen auch so gut es geht eben euch zu beantworten. Aber zurück zum Bild, da haben wir gesehen, dass wir gerade das Mobiliar unseres Gasthauses weiter vorangetrieben haben, eben in dieser Session oder über die letzten 9 Stunden, also in den 2 Wochen, was eben der Tisch, der Stuhl, ein paar kleinere Details am Boden, Details eben an unserem
enthaupteten Körper und schlussendlich auch am Jabberwocky, den wir eben gemeinsam ausgearbeitet haben oder ausgearbeitet haben werden. Also praktisch jetzt ist ein Stichwort. Und zwar war ich ja am Anfang sehr unschlüssig bezüglich der Maske. Am Anfang habe ich auch gedacht, dass ich praktisch eine kleine Queranspielung an das Hörbuch oder generell auch Buch von Patrick Rothfuss mache, also den Jabberwock hier ein bisschen in Anblitz des, oh Gott, wie heißt der Dämon? Keine Ahnung. Incarnis heißt er. Incarnis mit einer schwarzen Maske eben darstelle. Habe ich dann doch dagegen entschieden, da diese weißen Masken ja irgendwo auch praktisch in meinem Selbstporträt, in einem Selbstbildnis vorhanden sind. Und ich mich auch so ein bisschen, glaube ich, oder zumindest möchte ich gerne, dass ich diese Masken eben auch irgendwo stilistisch an mich rantasten kann und dass man vielleicht eines Tages mal ein Bild sieht mit einer Maske und dann vielleicht auch an meine Bildchen denkt. Ja, meine Freunde. Bald sind wir auch wieder dran, ein neues Projekt, glaube ich, zu starten. Also langsam irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich relativ weit fortgeschritten mit dem Bild bin. Also wir haben ja sehr schnell, also dieses Bild ging ja sehr rasant im Vergleich jetzt zu unserem Transcendence-Bild, da wir eben praktisch anstatt von 6 Bildern in einem Bild im Prinzip nur ein Bild im Bild und ein normales Bild, wenn das für euch Sinn macht, gemalt haben. Eben in den Maßen 50x70 cm, eben auch wieder orientiert an einer richtigen Leinwandgröße, die wir hier eben auch im Umfeld oder die ich im Umfeld hier praktisch mir ankaufen kann. Und nachdem ich, glaube ich, meine Sphäre gemalt habe, gehen wir dann schlussendlich ans Transcendence Artwork in Öl und malen dann praktisch parallel dieses Bild hier digital fertig, praktisch auch einkaufsbereit für euch da draußen. Und gehen dann direkt über zu dem Ölbild, zu diesem Bild hier. Wahnsinn, so viel geplant und so viel Zeit. Oder so wenig Zeit. Ich würde am liebsten Tag und Nacht für mein Hobby, für meine Leidenschaft hier aufbringen. Nur irgendwer muss ja auch schauen, dass alles am Laufen bleibt. Ja, meine guten Freunde. Da ich schon merke, dass ich langsam ins Stocken komme und generell auch vielleicht nicht allzu viele oder die meisten nur kurz reinschauen, durchskippen und wieder weg sind, habe ich, glaube ich, mal heute alle Punkte für mich zumindest ja, abgeklärt, abgesprochen, alles, was mir auf der Seele lag, abgeredet. Und ja, wie gesagt, schreibt mir bitte nochmal rein, ob ihr die Videos eher mit einzelnen Szenen, einzelnen Ausschnitten nur haben möchtet oder ob ihr das praktisch im alten Stil jetzt weiter, also ob ich das jetzt im alten Stil weiterführen soll, praktisch euch das ganze Programm, die ganzen Erneuerungen praktisch zeigen soll. Und ja, schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare. Ihr müsst keine Angst haben im Übrigen. Habe ich nämlich auch schon gehört, man traut sich nicht wirklich Kommentare zu verfassen, weil es halt eben für alle einsehbar ist, aber ihr müsst das ja auch so sehen. Wer von euch hat sich schon mal aktiv praktisch auf YouTube hingesetzt und sich nur Kommentare gelesen? Das macht ja im Prinzip nur der Content Creator, also nur ein kleiner Teil, blättert da durch, schaut da drüber und das heißt, ihr müsst praktisch keine Angst haben, ihr könnt mir gerne eure Gedanken, eure Ideen auch zukommen lassen. Und ja, falls ihr auch Empfehlungen habt für Hörbücher oder Bücher generell, die ihr gerne habt, haut es auch gerne in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, was ihr da draußen so für Bücher und praktisch auch für Kunstwerke begutachtet, betrachtet und euch anhört und zu Gemüte führt. Und ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Ein letztes Wort vielleicht noch. Vielen herzlichen Dank an meinen Patreon, der mich hier tatkräftig unterstützt. Und ja, falls auch ihr praktisch da draußen mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf meiner Patreon-Seite mir
praktisch auch finanziell aushelfen. Das führt dazu, dass ich eben, also ich versuche das Geld eben so zu investieren, dass ihr auch was davon habt. Das heißt, neues Kameraequipment, neue Staffeleien vielleicht. Vielleicht kann ich ja auch mal das ein oder andere Mal eine Präsentation meiner verschiedensten Staffeleien machen. Also eine ist ja schon mal geplant, ich habe ja schon 3 Feldstaffeleien. Eine ist katastrophal, eben aus dem Billigsegment. Und 2 höherwertigere Modelle, und da kommt halt die Tage oder Woche auch mal nochmal ein kleines Infovideo für euch da draußen. Also, ich wünsche euch herzlichen Dank. Vielen Dank an meinen Patreon, an den guten Olli. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lost in Art. Und bleibt, wie ihr seid. Euer Quinix.